doch Ihre Aufsichtsperson. So spreche ich Ihnen. Darf ich Ihnen einen guten Rat geben? Na? Kaufen Sie sich einen neuen Hut. Füttern, recht verboten! Füttern, furchtbar streng verboten! Hallo! Wer ist denn da drin? Was wollen Sie denn von meinen Löwen? Wo sind Löwen? Na da! Wissen Sie das ganz genau? Das kann ich wohl sagen. Ich bin nämlich der Direktor dieses Unternehmens. Statt Direktor Kranz. Paul und Kranz. Sehr angenehm, dann haben Sie ja wohl auch einen Schlüssel. Ich warne Sie, es sind afrikanische Löwen. Die will ich mir ja gerade mal ansehen. Löwen, die sprechen, die sind mir noch niemals untergekommen. Bitte, bitte, auf Ihre Verantwortung. Also, lass nur mal gut, dann pass mal auf. Genauso habe ich mir die Löwen vorgestellt. Wie kommen die denn da rein? Tja, das weiß ich nicht. Die waren zwar bis jetzt bei mir Tierwärter, aber... Haben denn die Leute Fahrkarten? Leider nein. Ja, sehen Sie, wenn Löwen anfangen zu reden, dann sind es meistens blinde Passagiere. Raus mit euch! Lebt wohl, Heinrich. Vergesst mich nicht, Mariechen. Auf Wiedersehen. Leb wohl, alter Freund. Lebt wohl, Baby. Und macht mir keine Schande. Was ist euch denn eingefallen? Ja, sehen Sie, wir ihr wisst doch genau, dass ich euch nicht mitnehmen kann. Ja, aber wir können uns nicht von den Tieren trennen. Verdammt! Darf ich Ihnen einen guten Rat geben? Kaufen Sie sich eine neue Mütze. Holen Sie mir augenblicklich die Mütze da raus. Holen Sie sich die Mütze selber raus. Herr Direktor! Herr Direktor! Verzeihung, meine Künstlung. Wenn ich euch noch ein einziges Mal hier erwische, dann werfe ich euch ins Wasser. Von mir aus könnt ihr nach Südamerika schwimmen. Goliath ist verschwunden. Goliath, wo steckt der denn? Goliath! Goliath! Ach, da ist er ja! Jetzt sind wir ja komplett. Ja, wo steckt meine Tochter? Silvia! Silvia! Hier! Silvia, wo bleibst du denn? Aber Papa, ich war bei den Eisbären und habe ihnen Eis geben lassen. Die armen Tiere schwitzen ja furchtbar. Ursus kümmert sich natürlich um gar nichts. Ach, es ist ein Kreuz mit dem Saufkerl. Dann hättest du eben Pat und Vater schon mitnehmen müssen, lieber Papa. Bitte fang nicht wieder davon an, Silvia. Du weißt, dass ich es tun wollte, aber es hat doch kaum für unsere Überfahrt gereicht. Ja, aber was stecken Sie denn nur? Wir müssen uns doch von Ihnen verabschieden. Ja. Es tut mir furchtbar leid, dass ich euch nicht mitnehmen konnte, aber ihr wisst ja, dass es euch gut geht. Sehr wohl, Vaterchen. Alles Gute. Pat, alles Gute. Gib Acht auf die Tiere. Und sauf nicht zu viel. Schnell, schnell, das Schiff fährt schon. Kommt los. Was hast du gesagt?
Mutter Silvia. Film? Nach? Nein, ich kenne ihn nicht. Was ist hier uns los? Ich muss raus. Nein. Damit müssen Sie warten, bis ins Amerika ist. Telegramm für mich eintritt. Mein Name ist Don Manuel Fernando Constitution de la Zavades, meine Sekretärin, Senorita Carmen Nicolassa, Monteverilla. Müller. Was in Kabinen? Du! Was in Kabinen? Der Herr hat Nummer 3, die Dame 12. Welches ist Ihr Gepäck hier vor? Diese. Die Dame hat Nummer 12. Darf ich bitten, geh vor. Das Gottel hier, das andere da. Veranda! Idiot! Vorwärts, ihr bist von Bord. Badass, für euch beide. Darf ich? Du kriegst doch bloß die Hälfte, Bessie. Ich muss doch erst wechseln. Kann ich nicht wenigstens einen Fuchs im Fängnischer haben? Aber Mensch, das geht, du kriegst noch 5 Mark. Ich übervorteile keinen, du brauchst keine Angst haben. Komm mit, der Stuhl hat wechselt. Leider noch nicht alle Passagiere, geh vor, aber wir werden das Individuum bestimmt finden, geh vor. Hoffentlich.
Wo sind wir hier denn eigentlich? Im Lagerraum. Aber ich habe ja gar nicht bezahlt. Da beruhigen Sie sich, ich auch nicht. Wir sind zwei Muster ohne Wert. Und wir fahren wirklich dahin, wo der Zirkus hinfährt? Das weiß ich doch nicht. Wir fahren nach Rio. Schön. Mein armer Freund. Was ist denn los mit Ihrem Freund? Er wird jetzt vor Angst um mich schwitzen. Oh, 7 Grad Kälte. Lassen Sie meinen Kopf nicht hängen. Sie werden Ihren Freund schon mal wiedersehen, was? Gestatten Sie. Hart. Macht ja nichts. Ach so, ja. Ich bin der Schaf von Persien. Persien? Ja. Das ist ja nur ein Witz. Aber wieso denn? Die Persianer sehen ja ganz anders aus. Ja. Also. Ja, Mahlzeit. Mein Name ist Don Manuel Fernando Contigente La Sabade. Na und? Ich glaube, der Stuart haben uns aufeinander gesetzt. Einen Augenblick. Unter welchem Bild sind Sie geboren? Bitte? Sie sind immer so schwer von Begriff. Mama möchte wissen, wann Sie geboren sind. Am 25. März. Ah, dann sind Sie ein Witter. Sie dürfen Platz nehmen. Oh, sehr liebenswürdig. Aber warum bin ich ein Witter? Mama meint doch das Sternbild des Witters. Weil er wieder ein Schaf ist. Darum sind Sie so sympathisch. Delicioso. Reizendes Bambino. Die Frau Mama scheint sehr tierliebend zu sein. Ja, mein lieber Mann hatte in Australien 500.000 Schafe. Oh, Madonna. Und wo sind Sie jetzt? In der Bank of England. Wo? Ich habe sie im Funde verwandelt, weil mein armer Patrick an einer Hammelfleischvergiftung gestorben ist. Oh, ein Opfer seines Berufes. Ein ganzer Mann. Er hat noch im Tode einem Menschen das Leben gerettet. Wieso? Sonst hätte es doch ein anderer gegessen. Hm. Ja, richtig. Können Sie mir einen Cognac aber 2 Stück. Bitte schenken Sie nicht ein. Der Herr hat nur einen Scherz gemacht. Woher haben wir eben gescherzt? Du kannst sonst nicht füttern. Warum? Weil ich die Tiere doppelt und dreifach. Und Papa, mit dem Ursus geht das nicht so weiter. Die Tiere werden vernachlässigt. Die Pflege muss ein anderer übernehmen. Eis. Thank you.
Sieh mal in der Bügelanstalt nach. Die Hosen müssen doch bald fertig sein. Die Sache werde ich mir in Amerika patentieren lassen. Hier, jetzt kann sich der Schaf und Perlchen endlich seinem erstaunten Volke zeigen. Haben Sie die Zwillinge schon gesehen? Welche Zwillinge? Die am nächtlichen Himmel stehen, neben dem großen Bären. Delizioso, reizende Zwinglinge, Bambino. Ich habe Kinder liebend gern. Sind Sie verheiratet? No. Der Stern der Liebe hat bis heute noch nicht gesendet, strahlt in mein Herz. Gott sei Dank. Warum Gott sei Dank? Weil heute Stern geschossen. Schade. Ich wollte Ihre komische Nase treffen. Aber Kind! Mach gar nichts, kleines Bambino. Schießen muss man können auf meine Pampe. Das ist wirklich ein glänzender Scherz, mein Liebes. Ich habe lange nicht so gelacht. Ja, wollen Sie sich nicht wenigstens entschuldigen? Ja, natürlich, mein Freund, natürlich. Ich komme morgen oder übermorgen mal vorbei. Kennen Sie übrigens den Unterschied zwischen einem Nordpol und einem sauren Hering, ja? Ja, wollen Sie mich jetzt noch weiter belästigen? Ja, gewiss, mein Fräulein, ganz, ganz. Dann sagen Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Oh, Sie wissen gar nicht, wer ich bin. Ich bin, ach Gott, ja, ich bin der große Unbekannte. Ach, erzählen Sie mir doch keine Märchen. Im Gegenteil, ich will doch jetzt die passende Gelegenheit, überhaupt unentwegt Märchen zu erzählen. Ich wollte ja schon immer einmal gern den Weltrekord im Märchen erzählen brechen. Den hält ja bis jetzt die Lieblingsfrau des Maharaja, nicht wahr? Mit 1000, aber das macht ja nicht. Das tangiert mich ja überhaupt nicht. Das macht mir ja fast gar nichts. Man muss eben versuchen, den Rekord zu brechen. Also, apropos, es war einmal eine bezaubernde junge Dame. Danke. Ich bin nicht neugierig. Nicht neugierig? Das ist ja schon das erste Märchen. Es war mal eine hübsche junge Dame, die war nicht neugierig, aber sie war bezaubernd. Sie war sogar entzückend. Das Märchen erzähle ich Ihnen bestimmt. Thank you.
Kommen! Was ist los? Da regnet's nämlich durch. Quatschkopf, bei dir piept's wohl. Verdammt! Na, meine Herren, kann ich mich an Ihrem Gesellschaftsspiel ein bisschen beteiligen? Hallo, wo kommt das kalte Wasser her? Von oben! Eine lange Geschichte, du. Ich erzähl dir später. Schön, du, aber ich habe was für dich. Für mich? Ja, siehst du. Ich habe auch was für dich. Jetzt kann uns nichts mehr geschehen. Also, Sie meinen, ein blinder Passagier? Ohne Zweifel, Herr Kapitän. Denn unsere Passagiere werden sich nicht im Maschinenraum aufstellen, um dort zu tropfen. Und im Übrigen war er merkwürdig ausgerüstet. Wieso? Er trug zwei Hüte, einen auf dem Kopf und einen in der Hand. Da haben wir wenigstens besondere Kennzeichen. Ja. Na, die Freifahrt wird nicht lange dauern. Den Burschen werden wir verschaffen. Und das Benno muss schon die Milchflasche bekommen um 7 Uhr. Was sind denn Sie hier? Ich weiß auch nicht. Aber wir werden sie schon finden. Immer der Nase nach. Ich wittere Manegenluft. Hier ist er nicht. Na klar, dann wäre schon längst abgefahren. Hast du was gefunden? Nee, du? Ja. Seien Sie nicht so unerträglich. Hinaus! Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, wollen Sie nun gehen oder nicht? Ja, oder nicht, ganz recht. Also ich zähle bis drei. Wenn Sie bis dann nicht verschwunden sind, dann schieße ich. Ach, bitte, das werden Sie nicht tun, nein. Eins. Das werden Sie nicht tun. Zwei. Bitte, bitte. Gott sei Dank. Jetzt bin ich ja bedeutend wohler. Was wollen Sie hier? Sehen Sie, ich gehöre zu den Menschen, die Geschichten unbedingt zu Ende erzählen müssen, ja. Ich hatte also ein Deck angefangen mit Es war einmal. Ich möchte gern fortfahren. Es war einmal ein netter junger Mann. Ein sehr höflicher, netter junger Mann. Ich schreibe Hilfe! Liefern Sie mich nicht den Häschern aus. Kennen Sie! Sie vernichten mich. Um Gottes Willen,
Wer sind Sie denn überhaupt? Ein im Leben Gestrandeter. Ich wurde an dieses Schiff gespült und hoffte, hier Heimat und volle Verpflegung zu finden. So, und ein lyrisches junges Mädchen, das Ihnen den ganzen Schwindel glaubt. Ich sehe schon, Ihren Augen bleibt nichts verborgen. Darf ich Ihnen die volle Wahrheit sagen? Bitte! Dann muss ich gestehen, es war eine bezaubernde Viertelstunde. Warum habt ihr euch als blinde Passagiere eingeschlichen? Lacht ihr? Oder seht ihr nur so dämlich aus? Wir sehen so aus. Ja, aber wir hatten ihm doch gestern noch die Pfote gedrückt, als er verladen wurde. Mit dem ganzen Zirkus zusammen. Na, dann wollen wir mal kurz einen Prozess mit euch machen. Bitte! Aber nicht ohne Rettungsring. Wir können nicht schwimmen. Das klärt man schon im Wasser. Soll ich Ihnen gleich Unterricht geben? Los geht's. Die armen Kerle könnten sonst vor Angst die ganze Nacht kein Auge zu drücken. Los! Angenehme Nachtruhe. Gleichfalls. Märchen will er mir erzählen. Gesundheit. Prost. Gesundheit. Prost. Gesundheit. Prost. Ich weiß, mich in den Kühlraum zu sperren, Gefrierfleisch aus mir zu machen. Wenn ich den Kerl erwische, Hackefeder mache ich aus ihm. Wer war es denn eigentlich? Ach, wenn ich das wüsste. Ihn direkt durch den Wolf. Mach lieber eine Eisbombe von ihm, das ist einfacher. Mensch, sprich nicht von Eis. Gesundheit. Prost. Wo ist der Schnitzel geblieben? Hab's nicht. Aufstehen! Ja, ja. Wo hast du das Schnitzel gelassen? Ich hab's nicht. Du Schweinsachse! Nicht kitzeln. Ich werde dir helfen, hier zu klauen. Dann das wieder für eine Schweinerei. So ganz voll. Ausschießen. Na, wird's bald. Sonst zieh ich euch die Hangekeulen lang. Na los, Dalli. Na los, hopp. Was hast du da auf dem Recken? Nichts. Hände vorzeigen. Rechte. Linke. Beine. Wo ist das Schnipsel? Ich hab ja gar kein Schnipsel. Jetzt bleiben wir nun doch bei Ihnen und bei unseren Tieren. Ja, aber wie wollt ihr denn das machen? Der Persianer wird uns schon helfen. Wer? Der Schaf von Persien. Mein Freund. Ja, woher kennt ihr denn den? Aus dem Auto, im Verladeraum.
Der Schah von Persien sitzt im Verladeraum. Ja, 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 das ist der dritte von uns beiden. Den haben Sie noch nicht gefasst. Aber Fräulein Silvia, wollen Sie uns eine Bitte erfüllen? Was gern, was denn? Bitte, bitte, dürfen Sie ihn dieses bringen? Wir haben es für ihn besorgt und aufgehoben. Habt ihr schon, wenn man das bei dir entdeckt hätte. Das geht nicht. Ich stelle mir immer kitzlig. Grüßen Sie ihn rasch, merci. Wir wollten ihm noch etwas Warmes bringen, aber... Das war vor die Katze. Meine Schlüssel in der Kabine vergessen. Ich kann sie erholen. Ach, das wäre zu nett von Ihnen. Ja, sie liegen in meiner Kabine auf dem Fenstertisch. Welche Nummer bitte? Nummer 3. 3, jawohl. Herr Schah. Herr Schah von Persien. Du musst es dreimal sagen. Herr Schah! Wer da? Gut, Freund. Danke. Ach, Sie sind der Persianer? Ja, das heißt, das ist nur ein Scherz. So. Und wer sind Sie nun wirklich? Ich bin der Kaiser von China. Sehr angenehm, Majestät. Ich bin die Prinzessin Turandot. Ach, was machen denn meine Geschas? Ich komme in einer geheimen Mission. Was ist denn das hier? Nichts für freche Dachse, für unsere jungen Löwen. Ah. Sie schicken Ihnen Ihre Minister. Was denn, Ziegenfutter? Danke sehr. Meine Minister, wieso denn meine Minister? Ich hab doch bloß einen. Von dem zweiten haben Sie nur noch nichts gewusst. Ah. Der lag die ganze Zeit auf Eis. Ja, was machen denn meine Minister? Sitzen in der Küche und schälen Kartoffeln. Ha? Ha? Geh mal, komm zurück, geh mal schon. So rasch nicht. Der sucht nämlich in einer falschen Kabine. Das ist sehr lieb. Was suchen Sie in meiner Kabine? Die Kofferschlüssel. Was für Kofferschlüssel? Na, die vom Fräulein Direktor Kranz. Fräulein Direktor, sehe ich aus wie Fräulein? Hinaus! Ja, aber ich... Dann meine Direktor Kranz doch hinaus und ich schneide ab, komm! Du sag mal, wer wohnt denn da hinten? Ach, so ein Spanier mit einem 2 Kilometer langen Namen. Ich denke, da wohnt Fräulein Kranz. Ach wo, die hat doch 23. 23? Dann hat sie der 20 verschluckt. Sie dürfen nie mehr an Deck kommen. Ja. Dann müssen Sie mir versprechen, jeden Tag hier herunterzukommen. Nein, ich... Bitte. Nein. Ja, dann müssen wir jetzt für immer Abschied nehmen. Für immer? Ich habe mir nämlich seit meiner Kindheit etwas angewöhnt. Ja. Und ich kann es nicht lassen. Was denn? Das Essen. Ach. Entschuldigen, dass es so lange gedauert hat. Ich habe Ihre ganze Krempel, aber Ihr Schlüssel habe ich nicht gefunden. Umgekrempelt? Ja, da muss ich ja Ordnung machen. Ich komme später wieder. Thank you.
Vater Schomberg, die Ohren gewaschen. Komm her, komm her, Baby. Ja, nur du hast bösen Namen. Gib mir die Flasche. Ja, ich habe zuerst meinen Liebling. Du wirst trotzdem keinen Hunger. Du bekommst keinen Hunger. Gib die Flasche hier. Die armen Tiere verdursten. Ach, da ist schon wer los. Na rein. Ich sage dir, das mit dem Schlüsselchen, das war nur ein Vorwand. Mein lieber Seppel, und ich sage dir, du leidest wieder mal an Zwangsvorstellungen. Dieser Matrose... Dieser Matrose, das war überhaupt kein Matrose, sondern das war ein Spitzel. Jetzt sind wir in der Falle. Na, wie kommen wir raus? Da gibt's nur einen. Du ziehst die Notbremse, sagst, du hast hier Erdmensch und steigst aus. Meine liebe Erna, möchte ich nicht beleidigen, sonst würde ich sagen, was ich denke. So, na, wenn du schon mal zufällig denkst, dann denk doch lieber an dein australisches Schaf. Ach, die Olivia. Ja, die Olivia, du sollst doch dein Schäfchen ins Trockene bringen. Aber ich kann dir doch nicht einfach um den Hals fallen, ne? Du wirst aber fallen müssen, Trottel. In Rio hat man sehr wenig Sinn für Humor. Und wenn deine neckische Sterndeuterin uns nicht weiterhilft, können wir wieder ein paar Jahre Tüten kleben. Na ja, dann falle ich halt. Staatslotterie? An der sind wir doch beteiligt. Gib mal das Los her. Hast du das Los? Nein, du hast das Los. Ich habe es dir gegeben. Ich habe das nie bekommen. Selbstverständlich hast du es bekommen. Verdammte Knoten. Knoten. Jetzt weiß ich bestimmt, dass es hier muss sein. Das der hast du ja. Ja, das ist der, die hast du. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. 300.000 Mark, das große Tor. Herzlichen Glückwunsch! Danke, danke, Rachel. Danke vielmals. Haben Sie irgendeinen Wunsch, meine Herren? Doch, wir wieder unser Tigerfutter. Aber bitte sehr. Ich wollte nur fragen, wo dürfen wir schlafen? Na, ich werde Ihnen eine Kabine geben. Es ist zwar nur noch die eine Luxuskabine frei, aber zieht da mal ruhig ein. Auf der Witz. Danke. Dann schlafe ich da in einem Bett? Ja, natürlich. Dann ist einer meiner größten beiden Wünsche in Erfüllung gegangen. Was ist denn der andere? Kunsttorte. Kunsttorte? Na, den können wir noch dazu erfüllen. Aber essen Sie nicht zu viel, sonst betrinken Sie sich. Dankeschön, danke. Verzeihen, Herr Kapitän. Wie viele Bette stehen in der Kabine? Eins. Ich werde ein zweites hineinsetzen lassen. Haben Sie nicht noch irgendwo ein drittes? Na nun, wozu? Für unseren Freund. Dem Schaf und Herrchen. Was sind das wieder für ein Tier? Ein ganz großes. Nee, das lassen Sie ruhig im Käfig. Im Käfig? Sie haben ihn eingesperrt, Herr Kapitän. Ich? Wen? Meine Freund, den Herrn Nauto. Aus dem Laderaum? Der dritte von uns beiden. Was? Noch einer? Herr Schaner! Fräulein Silvia! Schreit doch nicht so! Wir können ja schreien. Wir haben doch Geld. Ich bin sogar Millionär. Was?
gewonnen. Wir bekommen ein Bett und Pulstorte. Was? Ist das wahr? Mein Freund, der Millionär, der Schah von Persien. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Meine Herrschaften, Sie haben die Ehre mit Ab und Paterschirm. Du, Mutti, den kleinen Dicken kennen wir doch. Ja. Ich glaube, ich habe sie schon irgendwo einmal getroffen. Ja, Weihnachten, die Frau. Ja. Sagen Sie mal, was haben Sie denn? Ach, ich habe eine große Bitte, ja. Wollen wir den Platz tauschen? Warum denn? Das ist meine schlechte Seite hier. Von rechts sehe ich viel besser aus. Ist doch nicht so wichtig. Ach, ich möchte mich Ihnen nur von der besten Seite zeigen. Auch bitte, ja? Dankeschön. Da sitzt ja mein Freund. Da. Wo denn? Da neben dem Mann mit dem komischen Bart. Jetzt sitze ich richtig. Unglaublich. Ja. Die stelle ich mir nachher vor. Ja. Die Frau reicht mir aber nicht aus. Jetzt das Schnitzel bezahlen. Ja, aber vielleicht weiß ja schon, wer das Schnee macht. Nichts. Es war eben die Laune eines Millionärs. Ja, ich bin der Chefkoch. Ah. Und, Aber wir kennen uns doch. Leider hatte ich noch nicht das Vergnügen. Aber ich habe es jetzt, indem ich Ihnen im Auftrag der Schiffsleitung diese Punschtorte eigenen Rezeptes überreiche. Oh. So, ich danke Ihnen recht vielmals. Ich danke auch, Herr Schäfer. Wollen Sie die Platz nehmen bei uns? Ich? Ja, aber das geht doch nicht. Auch selbstverständlich. Doch, das geht. Wenn nur die Herrschaften ein wenig aufrücken, wie auch immer. Selbstverständlich, mit dem größten Vergnügen sogar. Das ist unglaublich. Jetzt rücken wir auf. Ihre Uhr? Schön. Verzeihen. Ich hatte schon Angst, als Sie kamen. Angst? Weswegen? Weil ich Dr. Schneemann war. Du, Pat, der Herr Koch ist mir nicht böse. An dem Schnitzel war doch auch nicht viel dran. An welchem Schnitzel? An dem von heute Morgen. Also ihr, die Herren haben es doch gehabt. Jawohl, bis es die Katze holt. Aber die Kekse haben wir gerettet. Auch die Wurst und die Mohrrüben und das Knäckebrot und die Abfälle für unsere Tiere. Und dabei haben sie so aufgepasst. Ja. Und mich haben sie gekitzelt. Aber rauskriegt haben sie es doch nicht. Es freut mich, dass die Herren so vergnügt sind. Es ist nur gut, dass sich das alte Sprichwort immer wieder bewahrheitet.
Welches Sprichwort? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Doch nicht größer. Schade. Aber man kann es doch vergrößern. Vergrößern? Wie denn? Indem man Geschäfte macht. Na, aber davon verstehe ich gar nichts. Das brauchen Sie auch nicht. Es gibt, wenn auch vereinzelt, ehrliche und anständige Menschen, die Ihnen dabei helfen und raten. Zum Beispiel mein Chef. Sie würden staunen, was er aus Ihrem Vermögen macht. In ganz kurzer Zeit. Mhm. 100.000 kleine Mädchen warten auf das Glück. Jede möchte von der Liebe auch ein kleines Stück. Madonna, das Leben ist schön. Ich bin sehr glücklich. Das verstehe ich nicht. Wieso? Sie sind doch ein Witter. Und Witter ist nicht glücklich? In diesen Tagen nicht. Er gerät in den Kreis der Jungfrau und wird schlecht bestrahlt. Aber was man macht, wenn Jungfrau schlecht bestrahlt? Man trägt sein Zeichen und trägt es mit Fassung. Aber wenn man nicht hat? Hier ist es. Oh, das ist fast zu viel. Muchas gracias, delicioso. Oh, ich habe nicht gewusst, dass Witter so schön sein kann. Sie müssen es aber immer tragen. Oh, immer, Madonna, von spätem Morgen bis frühen Abend. Es wird baumeln unter meinem Herzen. Darf ich Ihnen machen auch ein Geschenk? Wie ein Geschenk? Das Zeichen meiner Liebe, mein Herz. Meine Seele. Oh, stoßen Sie mich nicht zurück in die Einsamkeit meiner Pampas ohne Witter. Ich meine ohne Herz. Ich stoße Sie nicht, Don Manuel, aber das Zeichen des Witters bedeutet Unglück in der Liebe. Oh, lassen Sie Witter deuten. Ich deute ein Herzes. Schlecht für Sie. Don Manuele, Sie überrumpeln. Ja, ich rumpele über. Aber nur aus Temperament. Folgen Sie mir, meine Einsamkeit. Wir werden beiden zusammen. Unser Glück. Sie sind doch ein Witter. Ja. Sie haben die Kraft der Überregung im richtigen Augenblick. Sie verstehen Zweifel zu zerstreuen. Also sagen Sie ja, Olivia. Machen Sie mich reich und ich gebe Ihnen alles, was ich habe. Manuele, Sie beschämen mich. Ich kann Ihnen nichts bieten als mein Herz. Wie meinen Sie das, meine Königin? Ich bin eine arme Frau. Wenn ich Ihnen die Pampas folge, verliere ich alles, was ich habe. Wieso denn? Mein Mann war gegen eine zweite Heiratung. Hat es so verfügt. Oh.
denn mit Ihnen los? Sie sehen ja aus wie ein seekrankes Huhn. Ach, Quentin, du Lieber, sag doch nicht alles, was man denkt. Ja, was willst du denn, Liebling? Hast du meinen Freund nicht gesehen? Nein, du wolltest ihn mir doch bringen. Tja, aber er ist mir wieder entwischt. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Da scheint was nicht zu stimmen. Hallo? Sofort zu mir, Kapitän. Jawohl. Also die Lieblingsfrau erzählte, wie gesagt, tausend eine Nacht Märchen. So. Na und warum erzählte sie nicht weiter? Ja, das kam nämlich so. In der tausend zweiten Nacht kam plötzlich die Sensation. Ja, was haben Sie denn? Kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Bitte schön. Na, hören Sie mal. Was soll denn das Versteckspiel? Warum wollen Sie diese Mrs. Hawking eigentlich nicht kennenlernen? Aus Aberglauben. Ich bin abergläubig. Sie trägt so viel Perlen und Perlen bedeuten Tränen. Und das soll ich Ihnen wieder einmal glauben, Herr. Lohengrin. Mein Name ist Lohengrin. Nie sollst du mich befragen. Komischer Name, Lohengrin. Wendler. Woher wissen Sie denn, dass ich Wendler heiße? Auch ganz einfach. Ich habe die Passagierliste auswendig gelernt. Und da stehen Sie ab heute drin, Herr Wendler. Ja, ja. Na, wenn schon Wendler, dann auch bitte Herbert, ja? Was ist das? Auf Anfrage bei der Staatslotterie festgestellt, dass Los 22231 bereits ausgezahlt. Los mit gleicher Nummer entweder Fälschung oder aus früherer Ziehung. Na, das ist ja eine reizende Überraschung. Schaffen Sie mir jetzt Ordnung! Dann Schluss mit Jubel! Allein das Schiff wird sicher in den richtigen Hafen ein. Und dann geschieht das kommt von ganz allein. Über mein Geld sprechen. Aber deshalb gehe ich doch gerade. Oh. Ich will mich sofort bei meinem Chef für Sie verwenden. Oh, danke, Milan, danke. Verzeih. Hoppla! Glas über Bord, drück Glück. Yeah.
Wollen Sie schon gehen, Don Manuele? Ja, Miss Hawkins, es ist kühl geworden. Ja, es hat sich abgekühlt. Das ist mein Freund und das ist Mama. Ich bin entzückt, Miss Hawkins. Sagen Sie mal, haben wir uns nicht schon mal kennengelernt? Wir? Ach nein, das glaube ich nicht, Mefrau, nein. Na? Ich? Ach, Mefrau. Ich? Ach nein, doch ich. Verzeihung, der fliegende Holländer möchte mich gern sprechen. Entschuldigung, bitteschön. Er ist doch nett, mein Freund, was? Ja, bitte. Wo sind die beiden anderen? Ja, wer? Warte, Paterchen. Na, wer denn sonst? Entschuldigen Sie, Sie haben plötzlich eine so humorvolle Art, sich auszudrücken. Na, kommen Sie mal mit, sonst drücke ich mich noch humorvoller aus. Bonjour. Lass mal Ruhe mit deinem Broschur. Na, nach deinem Türzuschlag zu urteilen, hast du wohl einen Korb gekriegt, was? Was, einen Korb habe ich gekriegt? Heiraten will sie mich. Mit viel Liebe, aber ohne Geld. Du, das wäre was für mich. Wieso denn ohne Geld? Weil das ihr seliger Schafzüchter so bestimmt hat. Dafür habe ich Glück gehabt. Wieso? Weil Sie das große Los gewonnen haben, mein Lieber. Das große Los, aber wir spielen doch gar nicht in der Lotterie. Deshalb haben wir es trotzdem gewonnen. Trottel. Ach so. Willkommen, meine Herren. Bitte, begehen Sie sich doch. Lasse über Bord bedeutet Glück. Sind Sie verrückt geworden? Wer soll das bezahlen? Ganz falsch, Herr Admiral. Da, über Bord schmeißen. Ja, über Bord schmeißen, ja. Aber euch, das wäre das Richtigste. Wo ist der Dritte? Jahre alt. Ja, allerhand. 3 Jahre schon. Wir haben es auch erst vor 8 Tagen unter der Hand gekauft. Und heute habt ihr den Dummen dazu gefunden. Was sagen, wer ist hier eigentlich der Dumme? Ach, ihr habt also gar keine Ahnung davon gehabt, dass dieses Los verfallen ist. Moment, das Los ist verfallen? Ja, das kann man wohl sagen. Ja, was denn, was denn? Dann habt ihr ja gar nicht gewonnen. Nichts gewonnen. Wir sind keine Millionäre. Na, Gauner scheint der Keide zu sein. Das hätte mir auch leid getan. Ihr habt eben Pech gehabt. Was machen wir jetzt? Ich kann euch nicht helfen. Ihr müsst da raus. Einen Augenblick, Mann. Komm, die alten Sachen wieder anziehen. Ich möchte Ihnen gerne einen Vorschlag machen, ja? Lassen Sie uns 3 weiter in der Kabine wohnen und Sie bekommen meine ganze Barschaft. Sie haben Barschaft? Ja, natürlich, von zu Hause mitgebracht. Reicht allerdings nur für eine Person und auch nicht Luxuskabine. Da aber nur Luxuskabine frei war... Wollt ihr 3 auf ein Billett Luxuskabine reisen? Herr Ratner, Herr Kapitän. Das ist ja ein außerordentlich gutes Geschäft. Ja, das ist es auch, Herr Kapitän. Wenn wir 3 nicht drin wohnen, so bedeutet das keine Einnahme. Ich war also gleich 0. Wenn wir 3 drin wohnen, so bedeutet das eine Einnahme, also eine Zahl. Zahl ist mehr als 0, das ist nicht von mir, das ist von Adam Riese, Herr Kapitän. Hören Sie bloß auf, sonst rechnen Sie mir noch vor, dass ich eigentlich noch zuzahlen müsste. Ja, nun, meine Herren, wo wollt ihr denn hin? In die Küche. Kartoffeln schälen. Das kommt ja überhaupt gar nicht in Frage. Wir bleiben zusammen hier, meine Herren Minister. In der Kabine? Ja, natürlich. Im Bett? Ja. Ihr habt mir geholfen, jetzt helfe ich euch. Das ist nun mal so im Leben. Aber wer bezahlt denn das? Ich, aus meiner Privatschatulle. Wozu bin ich der Schaf von China? Der Kaiser von Persien. Na, jetzt weiß ich schon selber nicht mehr, was ich eigentlich bin. Das kommt eben davon, wenn man so schrecklich viel Titel hat. Na, dann sind wir ja doch Millionäre. Sie haben nicht einen Pfennig gewonnen. Nicht einen Pfennig. Na, ich danke. Bitte, guten Tag. Moment!
Wo wollen Sie denn hin? Sie sagen doch, ich danke, Senor. Ich habe gesagt, ach so. Ach ja, bringen Sie mir Whisky. Sehr wohl, Senor. Hallo, Stuart. Bitte, Frau. Wann sind wir in Le Havre? Morgen früh, Frau. So, dann bereiten Sie sich bitte darauf vor, wir verlassen in Le Havre das Schiff. Don Manuele muss aus geschäftlichen Gründen ein Schiff überspringen. Ja, ich springe über. Ich glaube, ich habe Ihnen schon einmal gesagt. Sie müssen sich irren, Senor. Ich irre mich niemals, verstanden? Hey, wo ist mein Whisky? Sofort, Senor. Sag mal, hast du einen Vogel? Sag mal, warum steigen wir in Le Havre aus? Mensch, weil es nicht gut ist, mit gestohlenem Schmuck an Bord zu bleiben. Verstehst du? Hier immer Schmuck. Wer hat denn einen Schmuck? Ich nicht. Noch nicht, Riesentrottel. Wo geht er denn hin? Vielleicht muss er raus. Aber pack doch schon. Ja, in die frische Luft. Ich möchte gerne etwas von Herrn Wendler erfahren. Sie muss ihn schon irgendwo gesehen haben. Ich weiß nur nicht wo. Was ist er von Beruf? In der Passagierliste steht Kaufmann. Kaufmann? So, so. Verzeihen Sie, aber ich verstehe. Nein. Ich behalte Gesichter sehr gut. Da muss ein Zwischenfall mit meinem Schmuck gewesen sein. Wie meinen Sie das, gnädige Frau? Will niemand verdächtigen. Aber man möchte doch gerne wissen, mit wem man zu tun hat. Zu widersprechen. Machen Sie keine Witze! Sie verhaftet! Ach! Kommen Sie mit! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Mein Schmuck! Mein Schmuck! Ach, erlauben Sie sich.
das hier? Der Sebeliner. Fragen Sie zum letzten Mal, wo ist der Schmuck? Das möchte ich auch gern wissen, Herr Kapitän. Als ich kam, war er weg. Jetzt habe ich aber genug. Ich auch, Herr Kapitän. Es sollte ja eigentlich niemand wissen, weshalb ich hier an Bord bin, aber jetzt muss ich mich Ihnen vorstellen. Ich bin Versicherungsbeamter und beauftragt, Mrs. Hawkins zu überwachen. Das ist ja unglaublich. Aber nötig, gnädige Frau. Mrs. Hawkins neigt nämlich dazu, ihre recht beträchtlichen Schmuckgegenstände nicht kleinlich beim Zahlmeister abzugeben, sondern pflegt sie großmütig über die ganze Kabine zu verteilen. Was geht denn das Sie an? 8%, gnädige Frau, 8%. Im letzteren Falle ist meine Gesellschaft nämlich nicht ersatzpflichtig. Und aus diesem Grunde sind Sie als blinder Passagier an Bord gekommen? Nein, blind fuhr ich nur, weil ich mir Luxuskabine, das einzige, was frei war, nur mit Ihrem liebenswürdigen Rabatt leisten konnte. So, und Sie sind der Meinung, dass ich Ihnen den ganzen Schwindel glaube? Ihr Kichern ist reizend, gnädige Frau, aber von Schwindel kann hier überhaupt gar keine Rede sein. Na, ich werde Ihnen Gelegenheit geben, in aller Ruhe darüber nachzudenken. Was ist denn? Warum bekomme ich denn militärische Bewachung? Damit Sie sich nicht wieder in der Kabinennummer irren, Herr. Herr Kapitän, der Scherz geht jetzt zu weit. Nur keine Aufregung, bloß bis morgen früh. Von da wird die Polizei von Le Havre freundschaftlich für Sie sorgen. Gute Nacht. Lassen Sie nur nicht wieder laufen. Glaubst du, dass er den Schmuck gestohlen hat? Ja, liebes Kind, ich meine... Ich glaube es nicht. Beeilen Sie sich bitte. Wir sind gleich da. Ich bin sofort fertig, Senior. Ist klar. Rauchen Sie? Danke sehr. Hier ist Rauchverbot. Oh, pardon. Ach, bitte holen Sie doch letzte Sachen aus meiner Kabine. Sofort. Ja. Schnell, bitte, schnell. Jawohl. Komm lieber rein, du. Nein, nein, nicht da rein. Er wird vielleicht ausgeladen. Ja, aber wohin denn? Komm, komm, komm. Gepäck für Le Havre. Also, Herr Kommissar, Sie können den Häftling sofort übernehmen. Das Ja, ich will heute mit Ihnen Deutsch reden. Entschuldigen Sie die Störung, es war ein Einfall vom Kapitän. Also wollen Sie mir den Schmuck herausgeben oder nicht? Ja, sehr gern. Na also. Wenn ich ihn hätte. Na,
Sie sind auch die längste Zeit ein freier Mensch gewesen, Herr. Da haben Sie recht, Herr Leutnant. Ich werde mich nämlich noch heute verloben. Ein großes Gepäck wird bereits verladen. Nach Ihnen.